Pete Woodson, kannst du nach vorne kommen? Ich habe dich gerade vorgestellt. Danke, dass du unsere Einladung angenommen hast. Gerne. Jetzt gerne. Siehst du, jetzt lernst du auch uns die ganze Zeit. Ja, Arbeit. Schön. Ja, ich möchte dann Kolane Motarcheme, Uchaisho, Kilige, Kili, Samimone, Amitur, Chisu Mishnase, Barbaron, Petro Mishnase. Ich bete für euch und dann kannst du dich dann anschließend dann vorstellen. Ja. Und des Weiteren, dann wird sie dann die Übersetzung machen. پدر جان تشکر میکنیم برای برادر عزیز ما خداوند. مرسی که خداوند امروزم کلام تو کلمان آسمانی تو خداوند از زبان او با ما صحبت خواهی کرد. خداوند مرسی از این دوستی که با هم داریم. مرسی که خداوند این قلبی من ایرانی ها داده افغان داره خداوند. و ممنون هستیم خداوند تو کلیسا خودشن اونجا خدمت های بسیار عالی میکنه خداوند و دعای برکت میکنیم بنابراین کلامش خداوند که با قلبهای ما صحبت کنه چیزایی که کلیسای ما احتیاج داره دست بیاد محصد تو رو بیاد کنه من زمانی که صحبت میکنه روح و حیات باشه همینطور خداوند رو برکت میدیم خداوند هر کلامی که یا از آلمانی باید به فارسی ترجمه بشه در قلبش رو در نفس و در روحش بذار خداوند اینا بتونه منتقل کنه اینو دعا میکنیم با ایمان در نام عیسی مسیح آمین Also als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Einmal, dass ihr gewagt habt, mich einzuladen. Albert war überzeugt, dass die Predigt vom Herrn ist. Wir wollen mal sehen. Aber ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr Menschen zur Verfügung gestellt habt, die bei uns in Elmshorn übersetzt haben. Ich erinnere noch, als die Flüchtlingswelle bei uns ankam. Da haben wir Albert angerufen und um Hilfe gebeten. Weil mein Farsi nicht so gut ist. Für mich sprecht ihr alle in Zungen. Ich habe versucht, so dem Lobpreis zu folgen. Es klang wunderschön wie im Himmel. Ich habe kein Wort verstanden. Und die Schrift ist ja auch, also jetzt habt ihr was anderes gesagt, unglaublich. Aber ich merke, es ist derselbe Geist hier. Der Geist Jesu Christi. Und so habt ihr uns sehr geholfen. Vor allem in der Kodale. Sie gehört schon zum Inventar. Sie ist fast jeden Sonntagmorgen bei uns. Und jagt dann wahrscheinlich zu euch. Und abends ist dann wahrscheinlich. Alles Ende. Aber auch den anderen Übersetzern, ich habe einige gesehen, die schon bei uns waren. Vielen, vielen Dank. Und ich danke auch für die Einladung. Albert und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Manchmal sind wir zusammen zu einer BFP-Pastorentagung gefahren. Und da haben wir uns schon schätzen gelernt. Aber ich möchte jetzt direkt einmal ins Thema einsteigen. Ich nehme das mal weg. Ja,
Gottes Willen. Ich übe gerade mal so frei predigen. Ja. Übersetzt du gar nicht, ne? Also Polandis Übersetzung ist sowieso sehr speziell. Wenn ich etwas sage, was ihr nicht so geläufig war, dann sagt sie, was? Meinst du das wirklich so? Und dann haben wir hier erstmal eine kleine Unterhaltung auf der Bühne. Und dann kann ich auch weiter predigen. Ich möchte heute über den Heiligen Geist sprechen. In einer besonderen Art und Weise. Ihr seid ja auch eine Pfingstgemeinde, also eine charismatische Gemeinde. Ihr hattet hier auch eine Zeit, wo ihr, glaube ich, nicht in Persisch, sondern in Zungen gesungen habt. Und ich denke, ihr kennt alle die Gaben des Heiligen Geistes. Und die Kräfte des Heiligen Geistes. Ich vermute, ihr betet für Kranke. Und erlebt auch, wie Gott eingreift in seiner Kraft. Aber es gibt eine Sache, die hat mich ständig beschäftigt. Wenn der Heilige Geist so stark wirkt in den Pfingstgemeinden, warum streiten die sich eigentlich immer noch? Und die streiten sich manchmal ganz schön. Ich war 14 Jahre lang im Vorstand im BFB. Und ich habe erlebt, wie Gemeinden groß wurden. Aber ich habe auch erlebt, wie viele Gemeinden sich zerstritten haben. Und sich dann geteilt haben. Und ich dachte immer, wie kann das sein, wenn so viel Heiliger Geist da ist? Da muss doch Liebe pur sein. Und dann hat Gott mir etwas gezeigt. Der Heilige Geist hat nämlich noch eine andere Facette. Es geht nicht nur um Gaben und Kräfte, sondern es geht darum, was der Geist Jesu an unserem Charakter verändern kann. Und wie das funktioniert. Und ich möchte einige Verse vorlesen. Die stehen in Galaterbrief 5, Vers 13 bis 16. Ich lese es mal vor direkt. Moment, ja. Also, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht die Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer eure selbstsüchtigen Wünsche zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. زیرا که شما ای برادران به آزادی خوانده شده اید. اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. بلکه به محبت یکدیگر خدمت کنید زیرا که تمامی شریعت در یک کلمه کامل می شود یعنی در یک همسایه خود را چون خویشتن محبت نمایید. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen.
بگذید و بخورید. با حذر باشید که مبادا از یکدیگر حرام شوید. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Aber wenn ihr den Ruf rastet, dann passt, schaut die Jesus Robbe John nachher. Wenn wir einmal betrachten, was das bedeutet in diesem Brief. Der Brief an die Galater ist ein ganz besonderer Brief. Normalerweise würde man sagen, wenn jemand Christ wird, dann lernt er die Gebote Gottes kennen und danach zu leben. Aber hier im Galaterbrief wird ein völlig anderes Thema angeschnitten. Die Leute in Galatien waren Christen. Aber dann kamen einige jüdische Prediger zu ihnen und sagten, sie müssten sich auch noch beschneiden lassen, um bei Gott anerkannt zu werden. و میگفتن که شما به خاطر اینکه مسیحای خوبی باشین باید حتما این اعمال ختنه رو انجام بدین تا بتونین که مسیحیان عالی بشین. Nun ging es nicht nur um den Akt der Beschneidung. حالا مسئله بسر اون عمل ختنه نبود. Sondern es ging darum, dass sie sich unter das mosaische Gesetz begeben sollen. بلکه بسر این بود که اینها برن زیر یه شریعت. Die Frage ist, was ist denn daran so falsch? Sollte denn ein Christ nicht die Gebote Gottes halten? Interessanterweise ist dieser Brief ein Brief, wo Paulus, der ihn geschrieben hat, sehr, sehr ärgerlich wird. Ich glaube, er wird in keinem Brief so ärgerlich wie hier. Er lässt sich sogar hinreißen, dass er sagt, wenn sich dann jemand beschneiden lassen will, dann soll er gleich alles abschneiden. Das ist schon ziemlich zynisch. Aber wie kommt es, dass er hier so ärgerlich reagiert? Weil die Galater auf dem Weg waren, das Zentrum des Evangeliums zu zerstören. Und das möchte ich einmal ein Stück erklären. Also erst einmal hat das Evangelium ja damit etwas zu tun, dass Jesus uns aus der Sünde rausholt. Wobei man nicht unbedingt die Gesetze Gottes kennen muss, um zu wissen, was Sünde ist. Wo man auch immer auf dieser Welt hinkommt, ob die Leute die Gebote Gottes kennen oder nicht, jeder Mensch hat ein Gefühl für Gut und Böse. In allen Zeiten, allen Ländern und allen Kulturen haben Menschen ein Gefühl für Gut und Böse. In jeder Kultur versuchen Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie nicht böse sind. Aber es ist nicht nur so, dass alle Menschen ein Gefühl für Gut und Böse haben. Sondern alle Menschen kämpfen auch damit, dass sie etwas tun, was sie in ihren eigenen Augen als böse ansehen. Danke.
Menschen hastan ke karhayi ro bekonan ke dar intihar bad dide nashe. Sie schaffen es nicht, nach Gottes Maßstäben zu leben. Unha sa'i mikonan va asas niyaz khoda zendegi konan. Sie schaffen es noch nicht mal, nach ihren eigenen Maßstäben zu leben. Aber uns nemitunan va asas un niyaz khoda zendegi konan va asas niyaz khodeshun bar khodeshun mizaran ne bozam nemitunan. Selbst wenn jemand sagt, Gottes Gebote sind mir völlig egal, dann schaffen sie es noch nicht mal, nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben. Jede Religion leidet unter dem Phänomen der Heuchelei. Alle Religionsvertreter, ob jetzt Buddhisten, Hinduisten, Moslems oder was auch immer, tun gar nicht das, was sie selber sagen. Also selbst wenn man gar nicht an die Gebote Gottes glaubt, merkt man doch, dass man ein Gefangener der Sünde ist. Wenn ein Mensch nur ein bisschen über sich selbst nachdenkt, merkt er, dass er ein Gefangener der Sünde ist. Denn du tust etwas, was in deinen eigenen Augen schlecht ist. Ich weiß noch, wie unsere zweite Tochter ein Teenager war. Also wir haben 5 Kinder, aber die zweite hatte es faustdick. Die zweite war nicht ganz einfach als Teenager. Sie hatte die Gabe, die Nerven ihres Vaters bis aufs Äußerste zu reizen. Hat irgendjemand von euch auch solche Kinder? Ja, also der eine hätte sie schon, ja. Also ich weiß noch, wie ich neben meiner Tochter saß. Und sie brachte mich zur Weißglut mit dem, was sie sagte. Und irgendwann war ich so wütend, dass ich ihr so aufs Bein gehauen habe. Das ist bei uns ganz unüblich. Und meine Tochter hat natürlich auch gleich reagiert. Papa, warum verprügelst du mich? Hat sie gesagt. Und so doll war es jetzt auch nicht. Aber ich habe mich über mich selbst erschrocken. Ich sah schon in der Zeitung. Felix Pastor prügelt Tochter. Ja, und ich merkte, also ich versuche ja wirklich ein guter Christ zu sein. Aber irgendwo ist ein Limit. Und dann tun wir plötzlich Dinge, die wir nie tun wollen. Und jeder Mensch leidet darunter, dass er ein Gefangener der Sünde ist. Und da geht es ja sogar noch ein Stück weiter. Jesus hat ja ein Gebot gegeben, was eigentlich für jeden Menschen verständlich und gut ist. Das lautet, so wie du möchtest, wie die anderen mit dir umgehen, so sollst du mit ihnen umgehen. Aber die meisten Menschen leben ganz andersrum. Die sagen, wie die mit mir umgegangen sind, das mache ich jetzt auch wieder.
و ما میگیم که اونجوری که اون با من رفتار کرد، من هم رفتار میکنم، زنی ضربتی ضربتی میشه. Also wenn jemand in der Behörde ganz unfreundlich zu dir war, اگه یه نفر اون بالا با من نامهربان بوده، dann warst du natürlich nicht zu dieser Person unfreundlich zu sein. Besonders wenn sie was zu bestimmen hat über dich. Aber zu Hause, da sitzen ja ein paar Unschuldige, da kannst du ja mal ordentlich. Und so trägt man dann Dinge oft weiter. Viele Leute leben danach, wie die anderen mit mir umgehen, so gehe ich auch mit ihnen um. Aber eigentlich wissen wir, dass wir anders leben müssen. Jeder Mensch weiß das, der braucht gar nicht Christ zu sein. Frieden haben wir nur dann, wenn wir so mit anderen umgehen, wie wir möchten, wie sie mit uns umgehen. Das weiß jeder Mensch. Aber wir schaffen es nicht. Auch da sind wir wieder gefangen. Und dann kommt ja noch der Teufel ins Spiel. Der Teufel ist so eine Art Verstärker. Viele sagen immer, wenn sie was falsch gemacht haben, das war der Teufel. Das hat Eva auch schon gesagt. Hat nichts genützt. Nein, der Teufel ist so eine Art Verstärker. Wenn du dich über jemanden ärgerst und du bist schon ziemlich im Brass, dann kommt der Teufel und sagt, und die Person ist noch viel schlimmer als gedacht ist. Und deine Wut steigt immer höher. Und so verstärkt der Teufel deine negativen Gefühle. Oder wenn dich jemand gedemütigt hat, also schlecht über dich geredet hat. Oder du irgendwo versagt hast. Und du sagst, ach, ich bin ein Versager. Dann kommt der Teufel und sagt, ja, das bist du. Viel mehr als du denkst. Er verstärkt alles. Er macht aus Ärger Wut. Er macht aus Traurigkeit eine Depression. Und er versucht uns gegeneinander aufzubringen. Er macht aus einem Gerücht ein Vorurteil. Und so weiter. Der Teufel macht es noch viel schlimmer. Und am Ende klagt er uns an. Und wir stehen irgendwie da und merken, wir sind gefangen. Und so hat das Paulus auch mal im Römerbrief geschrieben. Und wie kommen wir da raus? Irgendwo liegen die Wurzeln schon bei uns. Leute, die immer sagen, der Teufel war's, die werden die Erlösung nicht verstehen. Die Wurzeln der Sünde liegen in uns selbst. Ich habe auch Folgendes erlebt. Eine Bekannte hat mich angerufen. Ihr Mann und sie waren ziemlich wohlhabend. Und sie wollte unbedingt ein kleines Unternehmen gründen. Aber ihr Mann war noch nicht so damit einverstanden. Und sie brauchte dafür 15.000 Euro, um das Unternehmen zu gründen. Und nun fand sie niemand, der ihr das leiht.
رو بهش بده. Aber dann fand sie doch jemand, der ihr das geliehen hat. بالاخره یه نفر پیدا کرد که بهش قرض بده. Dummerweise war der von der Russenmafia. Der war von der Russenmafia. اون کسی که پیدا کرده بود که بهش پول بده رئیس مافیای روسی. Und er sagt, ich leihe dir 15.000 Euro. Und in einem Monat kriegst du mir 25.000 Euro zurück. Ja, so freundlich ist die Russenmafia. Ja. So, das Geschäft ging schief. شرکت خراب میشه. Sie hatte nichts mehr. این کان هیچی پولی که نداشت. Und dann fingen die ihr an zu drohen. و اون روسا مافیای روس شروع کردن اینو تهدید کردن. Sagt, wir werden deinen Mann verletzen. میگن شوهرت رو زخمی میکنیم. Wir werden dich mit dir anstellen. ما پدرت رو در میاریم. Und sie trifft es richtig mit der Angst. و واقعا این زن در این ترس عمیق قرار گرفته بود. Und rief mich an und sagt, kannst du mir nicht helfen? Ich sag ja, hast du 15.000? Nee, hab ich leider gar nicht da. Ich konnte ihr natürlich nicht helfen. Aber ich habe versucht, ihr Hilfe zu besorgen. Und dann kam sie zu mir und wir haben miteinander geredet. Und sie kam zum dicken Mercedes vor. و من دیدم که بود یک ماشین مرسدس خیلی بزرگی اومده جلوی من رفت. بهش گفتم پول داری که؟ Musst du ein Mercedes verkaufen? خب ماشین مرسدس رو فروخت. Nein, dann erfährt das ja mein Mann. نه میتونم بعد اگه بفروشم شوهرم خبردار بشه. Da habe ich gesagt, kein Geld. بهش گفتم پس پول بده. Denn die Wurzel des Problems lag in ihr selbst. Und sie hatte sogar eine Lösung. Aber sie wollte ihren schönen Mercedes nicht los. Sie wollte jetzt ihrem Mann nicht beichten. Aber das gehört nun mal dazu. Und so ist das. So ist es. Wir sind Gefangene unserer selbst. Und nun lesen wir ja, dass Gott alle Schuld, alle Strafe auf Jesus gelegt hat. Es ist ja die Erlösung überhaupt. Alle unsere Schulden, die wir bei Gott haben, sind bezahlt. Und zwar ein für alle Mal. Glaubt ihr das? Ja. Es ist alles bezahlt. Jesus hat alles auf sich genommen. Er hat die Schuld dieser Welt auf sich genommen. Alle Sünden, die jemals getan wurden. Und alle Sünden, die auch noch kommen werden. Hat der Sohn Gottes vor 2000 Jahren komplett auf sich genommen. Da ist keine Anklage mehr. Nicht weil wir besser geworden wären. Nicht weil wir besser geworden wären. Sondern weil er bezahlt hat. Ich finde das unglaublich. Und ich höre mal, weder der Teufel noch Menschen können uns mehr anklagen. و گوش بدیم نه شیطان و نه انسان نمیتونه شکایتی بر ما داشته باشه. در رومیان 8:33-34 میخونیم. Wer wird es doch wahr Anklage geben und gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selber erklärt sie ja für gerecht. کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ Ist da jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben und noch mehr. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt
für uns ein. Amen. آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست، آنچه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند، کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ Viele denken, mit dieser Erlösungstat ist alles getan. خیلی فکر میکنند که با این نجاتی که عیسی برای ما به انجام رسوند همه چی تموم شده. Aber das stimmt nicht. ولی درست نیست. Wir sind immer noch gefangen. ما هنوز هم هستیم. Wir tun immer noch das, was wir gar nicht tun wollen. Und Paulus schildert das einmal im 7. Kapitel im Römerbrief: Ich elender Mensch, ich tue nicht das Gute, was ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will. تعریف میکنه میگه که من آدم بیچاره ای که دلم میخواد کاری رو که باید میخوام انجام بدم نمیتونم بکنم، کاری که نباید بکنم میخوام انجام بدم. Und wenn jemand genau das liest, merkt er, dass Paulus als Christ redet, nicht als Ungläubiger. و اگر که دقیق تو رومیان بخونیم میبینیم که پولس داره از زبان یک مسیحی داره حرف میزنه، نه از زبان یک غیر مسیحی. Ja, was fehlt denn noch? خب پس چیه این کم بوده ما؟ Ich will das mal vorführen. Nehmen wir mal an, ich bin betrunken. Also das nehmen wir mal an. Ja, ich bin betrunken. Und hier sind die Gebote Gottes, hier auf der einen Seite. Und hier auf der anderen Seite sind auch Gebote Gottes. Und ich bin ziemlich betrunken. Und ich laufe dann immer so und stoß überall, immer. Komm ich gegen die Gebote. Wie könnte man so einem Betrunkenen helfen? Vielleicht sagt ihr Ausnüchtern. شاید فکر میکنید که بذاری مسیح بپره. نه نه، das funktioniert jetzt nicht. نه، عمل نمیکنه. Wir reden von unserer menschlichen Natur. ما داریم از اون طبیعت انسانی رو میگیم. Und die ist wie ein Betrunkener, die stößt ständig immer an die Gebote Gottes ab. و این انسانیت کهنه ما همون مثل اون مستی میمونه که از این قانون به اون قانون بدون که میتونه انجام بده پرت میشه. Es ist Jesus. Und du führst mich weiter zum Frieden. Aber ich bin betrunken. Aber ich schaffe es. Das ist gut ankommen. Und hier ist der Mittel. Dann kommen wir an. Er vergibt uns nicht nur, sondern er nimmt uns an die Hand. Und das ist das Geheimnis. Aber wie nimmt er uns denn an die Hand? Wo ist er denn? Hier ist ja jetzt gar keine Hand. Es ist der Heilige Geist. Seht mal, jetzt kommt etwas, ein ganz anderes Kapitel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wenn ich mich von ihm leiten lasse, der bringt mich sicher zum Himmel. Die Vergebung Jesu ermöglicht es Gott, dass er mir seinen Heiligen Geist gibt. این بخشش عیسی مسیح امکان پذیر میکنه که روح القدس بیاد و در من ساکن بشه. Denn sein Geist ist heilig. برای اینکه روح او مقدسه. Und sein Geist wohnt nicht im Unheiligen. و روح مقدس در یک نامقدس نمیتونه ساکن بشه. Aber weil Jesus alles bezahlt hat. ولی از اونجایی که عیسی مسیح همه چی رو پرداخت کرده. Sieht Gott keine Schuld mehr an mir. هیچ خدا هیچ تقصیری دیگه تو من نمیبینه. Obwohl ich ein schwacher Mensch bin. با اینکه آدم ضعیفی هستم. Und jetzt gibt er mir seinen Heiligen Geist. و اکنون روح القدسش به من میده. Und der nimmt mich an die Hand. و اونجا دست منو میگیره این روح القدس. Und fängt mich an zu führen. و شروع میکنه منو به هدایت کرد. Und jetzt kommt die Galater. و بعد میاد غلاطیه رو میاد. Und sagt, nein, wir versuchen aus eigener Kraft Gottes Gebote zu halten. میگن که نه ما سعی میکنیم با قوت خودمون احکام خدا رو نگه داریم. Und da sagt Paulus, die Gebote sind gut. و پولس اونجا میگه که ببین احکام خوبه. Aber euer Vorhaben
haben, ist ganz, ganz schlecht. Weil die Menschen, die da Pisch darin, kommen da, kommen da. Ihr schafft es nicht nur aus eigener Kraft. Schon als Opa, Beobacht, Gott, Gott, der Pisch darin. Sondern ihr verleugnet auch das Evangelium. Weil die darin, wo ihn gerade tun, in Kralle können, in Jigo. Das Evangelium schenkt uns nämlich den Heiligen Geist. Und der führt und leitet uns jetzt. Und diese Leitung durch den Heiligen Geist, die nennt die Bibel die Freiheit der Christen. Jetzt sind wir wirklich frei. Wir sind nicht frei, damit wir tun und lassen können, was wir wollen. Sondern wir sind frei, dass wir nicht ständig abstoßen und permanent Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Wir sind quasi freigesetzt. Also ich persönlich, ich liebe Sport. Ich habe früher mal Volleyball gespielt. Ja, achso, du warst schon fertig, Entschuldigung. Ich habe früher mal Volleyball, heute spiele ich Tischtennis. Und jetzt am Freitag hatte ich ein Spiel. Da habe ich gegen jemanden verloren, der war viel schrecklicher als ich. Da brauchte ich gleich drei Antidepressiva. Da fühle ich mich ganz unfrei. Und wenn ich jetzt wieder zum Training gehe, und jemand trainiert mich, manchmal wird man so trainiert, dass der Trainer meine Hand und den Schläger nimmt und mir genau zeigt, wie ich das machen soll. Dann sag ich doch, lass mich los! Was machst du denn da? Sondern ich sage Dankeschön. Und jede Kritik dient mir ja, damit ich beim nächsten Spiel den vernichtenden Schlag. Versteht ihr, der Heilige Geist ist unser Trainer. Und wenn er unseren Weg korrigiert und kritisiert, dann tut er das nicht, weil er uns nicht mag oder weil er uns schlecht machen will, sondern weil er uns in die Freiheit führen will, damit wir endlich so handeln können, wie Gott es will und wie wir es selber auch wollen, wenn wir ihn lieben. Wir müssen nur eine Sache lernen. Und damit will ich dann auch zum Schluss kommen. Wisst ihr übrigens, was es bedeutet, wenn ein Kriegspastor sagt, ich komme zum Schluss? Gar nichts. Kann ich ohne bedeuten. Ja, es ist nur zu beruhigen, die Leute, damit sie wieder aufhören. Nein, es ist ein besonderer Akt für notwendig. Um mit dem Heiligen Geist zu leben. Als Israel noch in der Wüste war, da haben sie sich mal wieder an Gott versündigt. وقتی که قوم اسرائیل توی بیابان بود یک بار دیگه به خدا گناه کرد. Und dann hat Gott ihnen feurige Schlangen geschickt als Strafe. و خدا مارها فرستاد توی این قوم که اونها رو بگزه. Und dann schrien sie zu Mose, hilf uns, hilf uns. Und er hat zu Gott gebetet und Gott hat einen Ausweg geschaffen. Er sollte eine Schlange aus Eisen machen.
میبایستی یک ماهی از برنج درست میکرد و اون میبایست بر سر یک چوبی داری میامید و هر کسی که به اون مار نگاه میکرد شفا میافت. Das dumme war nur, die eigene Schlange war da oben. بود که این مار برنجی بالا بود و دی اکتی شلن در آن و این اون مارهای اصلی و واقعی اون پایین بودن. این دی مومنت و دی من که حیل در باده به محص اینکه اون کسی که میخواست شفا پیدا کنه شده پولت در آن شلن نگاه میکرد که پر از اینجا ماره و دو شکریس و دو نیمون هیه در آن شلن و شده این دی بیدن در که ماره نخورده هشت نگرده Ja, ne? Und du bist immer so ganz vorsichtig und die kommt aus dem Ecken kommt. Und dann solltest du plötzlich hochgucken. Vielleicht nur so ein ganz klein bisschen. Ja, aber das reichte noch nicht. Und jetzt musst du plötzlich richtig hochgucken. Aber so ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn wir darauf achten, dass wir bloß nichts falsch machen, und immer in Angst leben, dann schauen wir quasi ständig nach unten. Aber wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, dann müssen wir nach oben schauen. پس باید اگه توی باش زندگی کنیم باید به آسمان نگاه کنیم مثل به کریستوس شاو باید به مسیح نگاه کنیم و این ورکت فتراو و به او کاملا اعتماد کنیم و کنید انگست هم اتباس فلش زو مخ و اصلا ترس نداشت باشیم که خطا میکنیم Natürlich ist das Wort Gottes die Wahrheit und es zeigt uns auch, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Aber selbst wenn wir mal irren und vom Weg abkommen oder Gottes Stimme falsch verstanden haben, er wird uns immer wieder zurechtbringen. Wer nie das falsch machen will, wer nichts falsch machen will, der steht still. Der ist stark. Bloß nichts machen. Aber nichts machen ist auch falsch. Sondern das ist ein ganz besonderes Vertrauen, unter dieser Führung Gottes zu leben. اعتماد مخصوصیه که زیر هدایت خدا زندگی کنه. Und der Heilige Geist selbst erinnert uns an das, was uns Jesus gesagt hat. و روح القدس دائما ما رو به یاد میاره به اون چیزی که عیسی مسیح به ما گفت. Und der Heilige Geist erklärt uns auch das. و روح القدس نیز این رو برای ما تعریف میکنه. Wenn ihr damals zu Jesu Zeit gelebt hättet. اگر که ما اون موقع در زمانی که عیسی زندگی میکردیم. Als fromme Juden. Wären wir je auf die Idee gekommen, das zu sagen, was Jesus über den Sabbat gesagt hat? Jesus hat am Sabbat geheilt. Das war verboten. Und dann hat Jesus gesagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Menschen. و عیسی مسیح فرمود که انسان برای سبت زندگی نمی کنه بلکه سبت برای انسان قرار داشته و اینجوریه که روح القدس میاد تعریف میکنه توضیح میده که واقعا منظور خدا چی بوده و ما دیگه اونجا طبق کلمات زندگی نمی کنیم بلکه ما طبق روح زندگی و دان زند ویر فرای و اونجا ما آزادی فقط نباید از این سوء استفاده und anderen etwas vormachen. و یه چیزی رو به نمایش برای دیگران sondern Gott ist immer noch heilig. بلکه اینو بدونیم که خدا همچنان قدوسه. Aber wenn wir im Heiligen Geist leben, dann sind wir freigeschwister. ولی اگر که با این روح القدس زندگی کنیم ما آزاد خواهیم شد. Richtig frei. واقعا حقیقتا آزاد. Amen. Amen. Amen.
دعا کنم براتون. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich möchte jetzt gleich am Anfang des Gebetes eine Frage stellen. Gibt es Geschwister unter uns oder Menschen, die genau das bei sich feststellen? Ich tue nicht das, was ich eigentlich selber richtig finde. آیا کسی در بین ما خواهر برادرانی وجود داره که دقیقا همین رو در خودش حس کرده که کاری رو که میخوای نکنی انجامش میدی؟ Ich bin ein Gefangener. و حس میکنی که در یه جای اسیری. Vielleicht gibt es Schwestern, die dazu neigen, Gerüchte zu streuen, zu gossipen, sagt man im Englischen. و شاید خواهران وجود دارن که حرف در میارن. Die gerne über andere reden und urteilen. Du merkst, ich sollte das nicht tun. Aber du schaffst es nicht, davon loszukommen. Vielleicht gibt es Brüder, die sich zum Beispiel heimlich mit Pornografie beschäftigen. Der Computer besitzt eine magische Anziehungskraft. Du wagst es niemandem zu sagen. Du möchtest als guter Christ dastehen. Aber du tust nicht das, was du eigentlich richtig findest. ولی تو نمیتونی اون کاری که در واقع درست میدونی انجامش بدی. یه جوری تو رو جمدونی به طرف خودش میکشه. Vielleicht gibt es Geschwister, die sagen, ich will eigentlich Gott wegen meinen Finanzen vertrauen. شما خواهرداری باشن که میگن که به خاطر مسئله مالی میخوای به خدا اعتماد کنی. Aber ich tue es nicht. ولی این کارو نمیکنی. Und ich fange sogar an, andere zu betrügen oder zu übervorteilen. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die, wenn sie in Streit geraten, nicht aufhören können zu streiten. Du willst unbedingt Recht behalten. Und du redest so lange auf den anderen ein, bis du das Gefühl hast, jetzt hast du recht. Und du gehst nach Hause und es tut dir leid und du merkst, ich habe schon wieder gesündigt. Ich habe Gott nicht vertraut. Ich habe meinen Bruder nicht höher geschätzt als mich selbst. Vielleicht leidest du darunter. Aber ich habe eine gute Botschaft. Erstens, Jesus verkündet dir alles. Und zweitens, sein Heiliger Geist holt dich daraus. Du musst nicht mehr das tun, was du nicht tun willst. Sondern du darfst das tun, was Gott für dein Leben sich gedacht hat. Ich möchte euch bitten, mal wirklich die Augen geschlossen zu machen. Und möchte einfach fragen, wem es so ergeht und wer Gott da jetzt auch im Gebet sucht. Heb einfach kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön, da sind viele Hände. Da sind viele Hände. Also bitte eure Augen geschlossen. Und ich möchte jetzt für euch beten. Herr Jesus, du siehst diese tiefe Not. Die wir heimlich leben. Und wir möchten nicht so gesehen werden.
aber es verfolgt uns. ولی این ما رو داره دنبال میکنه. Es verfolgt uns, dass wir den Ausknopf im Fernsehen nicht finden. که انقدر ما رو دنبال میکنه که نمیتونیم دوباره اون دوگمه تلویزیون پیدا کنیم. Es verfolgt uns, dass wir auf die falschen Seiten im Internet kommen. همینجور ما رو تعقیب میکنه که ما مجبور میشیم که به اون قسمت اشتباه اینترنت وارد بشیم. Es verfolgt uns, dass wir uns hinreißen lassen, über andere schlecht zu reden. ما تحت تعقیب این هستیم که دائما پشت سر کسی بد حرف بزنیم. Es verfolgt uns, dass wir sogar Menschen betrogen haben. همچنان این تعقیب میکنه ما رو که چطور به سر مردم کلا میذاریم. Wer wird uns erlösen von diesem Leib des Todes? کی میتونه ما رو از این رنج مرگ رهایی بده؟ Und ich spreche euch jetzt zu, es ist keine Verdammnis. و من به شما اینو اعلام میکنم و این لعنتی بر شما نیست. Bei denen, die in Christus sind. برای کسانی که در مسیح عیسی هستند. Ich spreche euch Vergebung zu in dem Namen Jesu Christi. من بخشش مسیح عیسی رو بر شما اعلام میکنم. Und ich sage euch, gebt dem Heiligen Geist Raum. و به شما میگم که روح القدس فضا بدین. Wenn du etwas beschließt heute in deinem Leben, اگر که تو یک تصمیم رو امروز تو زندگیت گرفتی, dann beschließe nicht, dass du etwas nicht mehr tun willst. این تصمیم رو نگیر که یک کاری رو نمیخوای دیگه انجام بدی. Sondern beschließe, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst. بلکه این تصمیم رو بگیر که به روح القدس فضا و مکان بدی. Und wird dich da rausholen. و او تو رو از اونجا بیرون میاره. Wird dich da rausholen. او تو رو از اونجا بیرون خواهد برد. Denn wer kann uns trennen von der Liebe Gottes? برای اینکه چه کسی میتونه ما رو از عشق خدا جدا کنه؟ Die in Jesus Christus ist. اونی هستی که در عیسی مسیح. Und so segne ich euch mit Befreiung im Heiligen Geist und im Wort Gottes. و این گونه شما رو آزاد اعلام میکنم با روح القدس عیسی مسیح کلام خدا. Möge der Herr euch stark machen in seinem Geist. باشه که روح القدس ما رو خداوند ما رو در روح القدس قوی کنه und mit seiner Freude و با شادی خودش پر کنه in Jesu Namen. در نام عیسی مسیح آمین آمین